Ja, hi, Ingo hier. So, wir sind aus dem Urlaub zurück und zwar waren wir in Wien für eine Woche und ja, es war ganz schön dort und wir haben viel angeguckt und natürlich gibt es da auch Plattengeschäfte. Wie soll es anders sein? Ja, nach meiner so ja, groben Recherche gibt es 21 Geschäfte, die Schallplatten verkaufen. Kann auch einer mehr oder weniger sein, aber das sind so die, die ich gefunden habe. Sind auch welche bei, die verkaufen auch Secondhand-Sachen mit Schallplatten. Also es ist ein großes Angebot und ich habe, ich glaube, sechs davon besucht. Ja, ich glaube, es waren sechs, also es waren doch reichlich Platten. Ja, und dann wollen wir eigentlich gleich mit der ersten, wir haben auch ein kleines Video, stimmt. Meine Frau gibt mir gerade ein Zeichen. Wir haben auch ein kleines Video zu den ganzen Shops gedreht und das haben wir zusammengefasst in ein Video. Und da wünsche ich jetzt erstmal viel Spaß. Dieser Mann ist musikalisch den gelben, das ist Einstieg. Das ist einfach. Wir können probieren, einen besseren Ton abnehmen zu nehmen. Okay, it's okay. Erstmal mein Buch gucken.
behalten. So, da bin ich wieder zurück. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen mit den Eindrücken von den einzelnen Geschäften. Und dann wollen wir auch gleich mit dem ersten Geschäft starten. Und zwar war das der Shop Teuchtler Records. Und zwar ist das ein An- und Verkauf. Und der gehört, ist glaube ich, der älteste in Wien, so wie ich das recherchiert habe. Und der Laden ist, ja, sage ich mal, ziemlich voll mit Platten. Man braucht viel Zeit. Also diesmal mache ich kein Fazit am Ende, sondern immer gleich im Vorwege zu den einzelnen Platten. Ja, der Laden ist ziemlich voll mit Platten und das Angebot ist relativ groß, was Klassik und deutsche Interpreten betrifft. Was mir da nicht so gut gefallen hat, ist oder war, dass die ganzen Platten einsortiert sind. Also die sind nicht sortiert nach dem Erhaltungsgrad, so wie das in anderen Shops üblich ist. Da gibt es ja diese 1, 2, 3, 4 Euro Kisten. Dort sind die alle einsortiert und es ist ganz schön anstrengend oder auch, wie jeder weiß, denn wenn da so viele Platten in diesen Regalen sind und man sucht da durch, da dann durchzufinden. Also das war nicht so gut oder nicht so nach meinem Geschmack. Aber ich habe dort drei Platten gefunden. Und zwar die erste, die ich dort gefunden habe, das ist die Incredible String Band. The Hangman's Beautiful Daughter heißt das Album. Und zwar, die Band ist aus Schottland, beziehungsweise in Glasgow gegründet, 1965. Und dieses Album ist 1968 erschienen. Und zwar ist das... so, man könnte fast schon sagen, das ist so Flower Pop Folk Rock. Und zwar als diese, ich zeige das Album nochmal, als diese Flower Power Bewegung aus Amerika bzw. aus San Francisco natürlich rüberschwappte nach Europa, hat die Band natürlich davon Wind bekommen und hat sich da inspirieren lassen und dachte, irgendwas, die in Amerika können, das können wir in Europa beziehungsweise in Schottland auch, und fing dann an, Musik zu machen, die sie ja mit Geschichten, also die Texte handeln viel von Geschichten und fantasievollen Geschichten, was sie denn mit ja Klängen untermalt haben, die auch viel mit exotischen Instrumenten, also die haben exotische Instrumente benutzt, und auch die Gesänge, die eingeflossen sind, sind halt ein bisschen ja anders, als wie man das sonst kennt. Und Höhepunkt der Band, die haben noch, ich glaube, zwei Alben, ein Album gibt es noch vorher, das ist hier das zweite Album von 1968, sagte ich ja schon, und auf diesem Album hier ist das dann so ein bisschen der Höhepunkt dieser Art von Musik, wie sie das dann mit den Instrumenten denn gemacht haben, indisch und arabisch, das wurde alles so ein bisschen, floss alles so ein bisschen ineinander, und die haben sogar 1969 an Woodstock teilgenommen, aber die wurden eigentlich ignoriert, die waren also nicht so diese Acts, die denn danach eine Karriere oder Weltkarriere gestartet hat, sondern die verschwanden dann so ein bisschen ja in den Underground, würde ich fast schon sagen, und ja, das war also nicht so der Erfolg, den sie sich damals so versprochen haben von der Art von Musik. Ich mag die Musik, man muss vielleicht mal reinhören, wer Bands wie Pentangle und so eine Sache mag, der wird hier auch seine Freude dran haben. Also ruhig mal anhören und reinhören, und dann kann man immer noch entscheiden, ob man das mag oder nicht. So, das war das erste Album von Teuchtler. Das zweite, was ich dort gefunden habe, ist von Isao Tomita. Der sollte auch bekannt sein. Und zwar Snowflakes Are Dancing. Dieser japanische Künstler, den bezeichne ich gerne als den japanischen Klaus Schulze, will ich mal so behaupten. Hat ja auch angefangen Anfang der 70er.
Das ist hier sein zweites Studioalbum von 1974. Der Künstler ist leider schon 2016 verstorben. Die Musikart ist ähnlich wie Klaus Schulze und Tangerine Dream. Also das ist elektronische, klassische Musik, Synthi-Musik, Ambient. Und sein Thema bei den Schallplatten ist ja ein bestimmter alter klassischer Künstler, den er dann immer die Musik umgearbeitet hat in Synthesizer-Musik. In diesem Falle hier ist es die Musik von Claude Debussy. Ist ja ein bekannter Klavierspieler, den man kennt. Und wie gesagt, hier hat er denn die Musik ein bisschen umgearbeitet in Synthi-Klänge. Entschuldigung. Hört sich ganz gut an. Und ach, was noch dazu ist, das Album war das Klassikalbum 1975, das Klassikalbum des Jahres und war auch das meistverkaufte Klassikalbum 1975. Muss man sich mal vorstellen. So ein Synthi-Künstler, der verkauft das meistverkaufte oder hat das meistverkaufte Klassikalbum rausgebracht. Das gibt es auch nicht jeden Tag. Und ja, wer halt klassische Musik mag oder auch Synthesizer-Klänge, der wird hier auch seine helle Freude dran haben. Ja, das dritte Album, was ich dort noch gefunden habe, ist hier die KBC Band. Und zwar ist das ja die Zusammenstellung, das sind die Anfangs- oder die Initialen von den drei Mitgliedern von Jack Cassidy bzw. Marty Balin, Jack Cassidy und wie heißt der dritte? Paul Kantner. Daraus ergeben sich die drei Buchstaben. Und zwar, das sind ja die Gründungsmitglieder von Jefferson Airplane. Wer das vielleicht weiß oder wer die Band kennt, das ist das einzige Album, was die drei zusammen gemacht haben. Und das erschien 1986. Das war mäßig erfolgreich. So sind die Verkaufszahlen von den Alben. Also wir haben hier einen klassischen Rock auf dem Album. Und in Amerika war dieses Album so ein kleiner Hit, hier in Europa überhaupt nicht. Also hat sich gar nicht so gut verkauft. Und das wurde, also das, da ist ein Lied drauf auf dem Album. Der Song heißt Amerika und der wurde häufig nach dem 11. September gespielt. Warum, weiß ich nicht so genau. Ich kann mich jetzt nicht erinnern, dass ich den unbedingt da gehört habe. Öfter. Ich kenne eigentlich nur dieses Lied von Enya, was gerade im Radio weltweit lief, als die Flugzeuge in die Tower eingeschlagen sind. Also an dieses Lied kann ich mich jetzt nicht erinnern. 1987 hat sich die Band wieder aufgelöst, da sich der Erfolg nicht eingestellt hat. Und Kantner und Cassidy spielten dann bei Hot Tuna. Also die haben dann wieder noch weiterhin versucht und als denn die Wiedervereinigung von Jefferson Airplane kam so und diese Starship-Generation und Jefferson Starship, da waren die auch immer wieder noch dabei. Und ja, die und Hot Tuna war so ein Nebenprojekt, auch was sie ja auch neben Jefferson Airplane hatten. Also die waren schon so mehrgleisig unterwegs, die Kollegen. Also wie gesagt, dieses Album habe ich mitgenommen, war auch vom Preis her nicht gerade jetzt weltbewegend, also dachte ich, ach, nimm das mal für die Sammlung mit. Ja, das waren die drei Alben von Teuchtler, Entschuldigung. Und dann das nächste, also der nächste Laden, den wir besucht haben, das war Schalter Records Audio. Und zwar ist das nicht nur ein Platten- und CD-Laden, da gibt es auch HiFi. Und der Laden ist eigentlich wenn man sie hat einen riesen, so unüblich eigentlich für ein Schallplattengeschäft, riesen Schaufensterfront aus Glas und so, also mit HiFi-Geräten allen Gedöns drinne. Und dort habe ich, das Angebot dort ist auch ziemlich gut gewesen an Rock, Pop, allen möglichen Kram, Alternative, Klassik, Jazz, also weit gefächertes Angebot. Und das erste Album, was mir da sofort ins Auge gefallen ist, was ich eigentlich zum ersten Mal in einem Shop gesehen habe, und ich war schon in viele Shops, ist dieses Album hier. Und das ist The Psychedelic Sound of the 13th Floor of Elevators. Und das ist eigentlich die Band, die
zum allerersten Mal Psychedelic in die Musik reingebracht hat. Also dieses Album ist zwar nicht das Originale, aber ist eine Nachpressung von 86, wenn ich das hier richtig lese, sogar 88. Und wie gesagt, das ist eins der ersten Alben, die Musik, die sich Psychedelic Rock nennt, auf Schallplatte bringt. Und das Originalalbum ist, muss ich erstmal gucken, die Band hat sich 65 gegründet und wie gesagt, das ist so eine Mischung schon, also die machen auch Rock, Garagenrock, aber eben wie gesagt, zum allerersten Mal kommt der Begriff Psychedelic in der Musik vor. Vielleicht gab es schon mal irgendwelche Testpressungen oder andere Bands, aber hier wird es denn ganz offiziell. Und das ist das Debütalbum der Band und das ist von 1966. Und ja, der Sound und der Gesang, das ist so ein bisschen, die verschmelzen hier auf den Alben so ein bisschen, also finde ich, kommt mir so vor. Und viele große Bands, die danach gegründet sich haben, so Pink Floyd, die Stones, haben sich an Musik von dieser Band so ein bisschen orientiert. Und ja, das ist schon, wenn man diese Musik denn hier auf diesem Album hört, man hört in den Nachfolgen, wenn man Rolling Stones hört oder Pink Floyd, man hört diese Musik dort raus, diese Art der Musik. Also ich kann nur sagen, wer Interesse haben soll, der sollte mal in diesem Album reinhören. Kann man streamen bei Amazon oder wie auch immer, welchen Streamingdienst man sich angemeldet hat. Also ist schon interessant, da mal reinzuhören. Und das hier ist, was ich noch sagen wollte, das ist die Europapressung von Die Call oder Die Call. Und ja, die Originalpressung ist natürlich schwer zu kriegen. Bei Discogs weiß ich nicht, jedenfalls habe ich mal eine gesehen für mehrere hundert Euro. Also, und diese war schon nicht ganz günstig, aber wie gesagt, da ich die Platten immer gerne im Laden suche und nicht, ja, kannst ja bei Discogs bestellen, das will ich eigentlich nicht. Ich möchte die Platten finden. Und darum, wenn ich dann auf der Suche bin und finde so ein Album, das ist immer eine Überraschung für mich. Immer ein Erlebnis. Ja, wie meine Frau schon sagt, ist immer ein Erlebnis. Ja, und das ist halt so. Ja, das zu dieser Platte hier. Ja, die zweite Platte, die ich dort gefunden habe, da habe ich zwei Platten gekauft in dem Laden, ist hier eine Beatles-Platte. Und zwar ist das die Magical Mystery Tour. Die war dort zum angenehmen oder so zum guten Angebot. Da ich da immer noch eine gute, ja, oder eine vernünftige Pressung suche, weil das Problem immer, die Platten gehören auch zu dieser Art Platten, die denn in den Plattenläden immer gebraucht, sehr teuer sind, obwohl die Cover dann immer im desolaten Zustand sind oder die Platten sind nicht gerade ja, noch abspielbar und trotzdem verlangen dann die Verkäufer immer horrende Preise, weil es halt eine Beatles-Platte ist von ursprünglich von 77. Ja, deshalb fand ich diese Kopie, ist wahrscheinlich eine ziemlich neue Pressung hier, aber die hat mir sehr gut gefallen und war preislich auch okay. Und ja, das zu der Platte und jetzt zu der Musik jetzt, die da drauf ist. Diese Platte, das ist ja eigentlich ein Soundtrack, der kam 1967 raus. Und in Amerika war das ja, nee, Entschuldigung, in England war das eine Doppel-LP oder Doppel-LEP, wohlgemerkt. Und in den USA kam es als LP raus, als eine Platte. Ja, der Titel ist ja nach dem, es gibt ja einen Fernsehfilm von dem Titel. Und ich weiß gar nicht, wann, den hatte ich mal gesehen, aber das ist schon Ewigkeiten her. Und hier ist ja so eine Mischung von den Beatles jetzt. Wenn ich den Namen Beatles höre, dann sehe ich immer diese ganzen Teenager-Mädchen, die da schreien. Anfang der, weiß ich nicht, der 60er Jahre, das ist immer so in meinem Kopf von früher noch oder aus dem Fernsehen, wenn die dann aufgetreten sind, die vier sogenannten Pilzköpfe und diese ganzen Mädels waren da am Schreien und völlig.
Das ist immer so meine Erinnerung an den Beatles. Und die Musik jetzt auf diesem Album hier ist natürlich eine ganz andere Art der Musik. Das ist ja so eine Mischung aus Psychedelic Rock und Art Pop. Und ja, das gefällt mir ganz gut. Die Stücke, die hier drauf sind, sind natürlich bekannte Stücke. Das ist zum Beispiel Hello Goodbye, Strawberry Fields Forever, Penny Lane, All You Need Is Love. Also das sind ja ganz bekannte Beatles-Klassiker, sage ich mal so, aber halt normal in dem Sinne. Ja, eigentlich ein schönes Album, gefällt mir gut, auch so von der Aufmachung her und von der Erhaltung, super. Ja, das waren die beiden Alben bei Schalter Records. Der nächste Laden, der ist vis-à-vis oder schräg gegenüber, wie man sagt, und der nennt sich Substance. Nur, wie gesagt, der Laden war gegenüber. Der Laden selber, das ist von der Art her, ich bin trotzdem reingegangen, weil er ja nun gleich auf der anderen Strandseite war. Ich habe ja die Plattenläden so ein bisschen ausgesucht nach, was für Art für Musik die verkaufen, weil Hip-Hop und sowas, in so einem Laden brauche ich nicht reingehen, weil da habe ich erstmal keine Ahnung und da ist nicht mein Interesse dran so groß an der Art von Musik. Also wie gesagt, und dieser Laden, der hat so überwiegend Indie, elektronische und Hip-Hop, Alternative Sachen, hatte aber auch ein paar Sachen, die mir gefallen haben und ein Album davon, das ist hier von Tom Waits das Album, und zwar The Heart of Saturday Night. Ist von 1974 die Originalpressung. Hart. Habe ich gesagt, so hart. Und dieses, wenn man das Cover so ansieht, das erinnert so ein Typ kommt aus einer Bar. Ich weiß nicht, ob das Tom Waits sein soll. Und ist wahrscheinlich schon spät am Abend, grübelt vor sich hin. Und da kommt so eine junge Frau die Straße runter und sieht diesen Typ und guckt ihn so an. So ist auch, sag ich mal, die Musik, die da drauf ist. Das ist so Samstagabendmusik. So, man ist in einer Kneipe irgendwo, sitzt am Tresen und da spielt einer Klavier oder aus der Musikbox kommt diese Klaviermusik, da singt irgendein Künstler. Und so ist die Musik richtig schöne Musik zum Zuhören, einfach nur zum ein Bier trinken oder ein Glas Wein und einfach so vor sich hin oder auch sich zu unterhalten. Dieser Tom Waits ist eigentlich sehr bekannt, er hat eine Menge Alben gemacht und er ist Komponist, auch Schauspieler und Autor, also der macht schon einiges. Und ja, seine Musik, die ist so eine Mischung aus Blues, Rhythm and Blues, Jazz, Folk Rock, also der Mann macht nichts verkehrt, sag ich mal. Das ist ein sehr, sehr schönes Album, gefällt mir eigentlich sehr gut. Das, wie gesagt, das ist also sein zweites Studioalbum von 1974 und ja, diese typische Samstagnachtszene, so geht mir das durch den Kopf. Vielleicht kennt das so der ein oder andere auch, wenn er dann so aus der Kneipe gekommen ist oder kommt raus und ja, so mit grübelndem Kopf und wie auch immer. Ja, schönes Album. Ja, das war das einzige Album, was ich da gekauft habe im Laden. Wie gesagt, da war nicht so gut, ich habe auch nicht so intensiv jetzt gesucht, aber das stach mir gleich ins Auge und das habe ich dann mitgenommen. Habe ich auch nicht bereut, gefällt mir sehr gut. So, der nächste Laden, wo ich war, der heißt Rave Up Records. Und zwar ist der Laden in zwei geteilt, also es sind zwei Räume. Im vorderen Raum, wenn man reinkommt, da ist so die ganze Neuware aufgebaut. Alternative-Sachen und ja, alles so Hip-Hop und naja, halt die Sachen, die überall woanders auch verkauft werden. Und dann ist im hinteren Bereich so die 60er und 70er Abteilung gewesen, auch mit neue Ware, aber auch viel alte Sachen und natürlich auch Psychedelic, Rock, Pop, also Jazz, Blues, also ein sehr schöner Laden. Die Preise dort sind auch in Ordnung gewesen, also da habe ich glaube, vier Platten gefunden. Ich glaube ja, dass ich da vier Platten gefunden habe. Und zwar das erste, was ich dort genommen habe, ist das hier mit der, das ist ein sehr bekanntes Album
von Velvet Underground und Nico. Das heißt, Andy Warhol ist ja eigentlich bekannt. Jeder kennt ja diese, wenn man, ich habe es extra deshalb gekauft, weil ich eigentlich keine Kopie habe mit dieser, wo man die Banane pellen kann. Kann man vielleicht gut sehen. Ja, und dieses Design ist ja bekannt für Andy Warhol, der ja auch dieses Album ja, produziert, gestaltet und vermarktet hat. Der war ja damals ein sehr bekannter Künstler, hatte ja diese Gruppe um sich, also die schwirrte ja um diesen Andy Warhol rum. Und das Album ist ja von 1967, ist das Debütalbum der Band. Wir müssen jetzt... Meine Frau sagt gerade, wir müssen den Akku tauschen, also muss ich hier kurz unterbrechen. Bis gleich. Ja, das Album zählt ja zu den großartigsten Alben in der Musikgeschichte und ist für mich auch eins der großartigsten Alben. Allein schon wegen dem Artwork, das ist ja eigentlich weltbekannt. Und ja, die Musik auf dem Album wird bezeichnet oder ja, ist ja Art Rock und Proto Rock. Ich weiß jetzt, Proto Punk, Entschuldigung. Ich weiß jetzt nicht genau, was Proto Punk ist, aber so von der Art her ist das, hört sich die Musik ja an, ist ja ziemlich düster und monoton. Und das Spezielle an der Aufnahme ist ja, die Töne wurden extra in die Länge gezogen, um diesen Effekt zu erreichen auf dem Album. Ja, Lou Reed und war ja dabei und der macht ja immer, oder der ist ja bekannt für im späteren für so eine Art von Musik. Der Gesang ist ja immer bei ihm düster und auch so, die Musik ist immer so eine, hat ja so eine gewisse Monotonie. Ja, und die Texte von den Liedern waren ja zu dem Zeitpunkt 1967, also war ja brisant und es ging ja viel in den Liedern überwiegend um Drogen, Prostitution und Sadomaso-Geschichten und das war natürlich 1967 sehr provokant. Wundert mich eigentlich, dass das Album nicht verboten wurde oder so, aber naja, vielleicht war es doch zu gut, dass man sagte, wir bringen es auf den Markt. Ja, kurz zu Nico, das ist ja die Sängerin gewesen zu dem Zeitpunkt auf dem Album. Das ist ja eine Deutsche gewesen und die war ja sehr bekannt. Das war ja eins der ersten, ich sage es mal so, von den sogenannten Supermodels, wie sie später dann von Claudia Schiffer und Naomi Campbell, die so auch bezeichnet wurden. Also sie war sozusagen die Vorgängerin von ihr. Und was dazu kommt, sie war die Muse von Andy Warhol, also sie wurde von ihm gefördert. Und naja, das kurz zu Nico. Ja, wie gesagt, tolles Album, finde ich. Und ich wollte unbedingt immer diese Banane haben, die man pellen könnte. Deshalb habe ich mir das Album jetzt in, ja, es gab es da neu und habe mir das dann gegönnt. War nicht ganz so teuer, also hielt der Preis, war noch human und kommt halt im Gatefold, wie es original ist, auf Worth Records und schön hier mit Bildern und ja, da sind so einige Kommentaren von irgendwelchen Kritikern so über das Album und die Band, ja, wirklich tolles, tolles Album. Ja, das nächste Album, was ich dort gefunden habe, wo ich mich auch sehr drüber gefreut habe, ist das dritte Soloalbum von Edgar Froese und das heißt Makula Transfer und das ist auch, kommt hier auf dem Brain Label und das ist das Schöne daran, das ist ja bekannt mit dieser Foliebeschichtung bei dieser bei diesen Alben von Brain, wo sich immer die Folie löst, aber hier hält sich das noch in Grenzen und das Album ist von 76, kommt hier in so einem wabbligen Gatefold, aber das ist mir letztendlich egal gewesen, ich habe das Album noch nicht. Und zu dem Album selber und zu der Musik möchte ich sagen, ich würde fast sagen, zu dem Zeitpunkt perfekt. Da knistert nichts, da ploppert nichts. Total tolle und saubere Aufnahme. Also wirklich Respekt. Hab selten so ein Album gehabt, was so gut
klingt und so gut aufgenommen ist, obwohl die Platte etwas wellig ist und man sieht das auch, aber das tut dem Klang überhaupt nichts. Wirklich ein Top-Album. Also da habe ich mich sehr drüber gefreut und das war relativ günstig. Ja, das, ich muss mal gucken. Nee, eins kommt. Dann das nächste Album, was ich mir dort mitgenommen habe, ist hier von den Beach Boys Pet Sound. Das wollte ich auch schon mal in, ja, was heißt in neu haben, aber in jedem anderen Shop, wo es das dann auch gab, immer das Cover im desolaten Zustand mit starken Ringwear oder die Platte war ziemlich abgenutzt oder das Cover abgenutzt. Deshalb habe ich hier gedacht, ach, neu, du nimmst das Album jetzt hier mit. Und ja, zu Beach Boys kann man noch kurz sagen, ist ja eine der erfolgreichsten weltweit bekannten Pop- und Rockbands. Das ist hier das 11. Studioalbum von 1966. Man bedenke, 1966 und die Jungs haben schon 11 Alben auf dem Markt. Und ja, die Musik oder der Stil auf den Album, das ist so Psychedelic Rock und Barock Rock, so eine Mischung wird so bezeichnet. Ich finde, das passt zu manchen der Lieder. Einiges ist aber auch schöner Pop oder Poprock, also doch auch ein Album, was man gut hören kann. Und dieses Album zählt auch zu einem, ist auch eins der einflussreichsten Alben in der Musikgeschichte. Bekannte Lieder von dem Album sind Caroline No, Sloop John B und God Only Knows. Also das sind so drei sehr bekannte Lieder, die auch als Single ausgekoppelt werden. Und ich glaube, die kennt auch, wenn man die dann hört. Die Titel sind jetzt nicht unbedingt so bekannt, aber wenn man die dann wohl, wenn man die hört, dann kann man doch schon, ah ja, sagen, das kenne ich oder so. Also wirklich ein tolles Album und ich habe es jetzt in meiner Sammlung endlich mal in einer vernünftigen, im vernünftigen Zustand, so wie ich es mir vorgestellt habe. Und naja, das zu den Beach Boys. Ja, wir mussten ja leider am gestrigen Abend das Video abbrechen, weil wir technische Probleme hatten, mehrere. Und da haben wir dann gesagt, okay, wir hören jetzt auf. Und ja, wir sind jetzt am nächsten Tag, es ist morgens. Und ja, das geht eigentlich über nahtlos weiter mit der nächsten Platte, beziehungsweise der letzten Platte aus dem Shop. Und zwar sind das die Monkees und das Album ist More of the Monkees. Und zwar, die Monkees waren ja zum damaligen Zeitpunkt auch sehr bekannt. Das ist hier das zweite Album von 1967. Und die Monkees waren ja so ein Gegenpart von den Beatles in Amerika. Und zwar war dieses Album 18 Wochen in den Charts auf Platz 1 und war kein Album von den Monkees war so erfolgreich wie dieses. Das wurde 5 Millionen Mal verkauft und war das meistverkaufte Album zu der Zeit in den USA. Die Monkees hatten in Amerika eine eigene Show, was auch zu dem Zeitpunkt sehr ungewöhnlich war. Und in den Jahren 66 und 67 waren die Monkees eigentlich in Amerika so die hitmächtigste Band, die es zu dem Zeitpunkt gab. Wie gesagt, die hatten eine eigene Show im Fernsehen und waren extrem erfolgreich und wurden auch immer mit den Beatles verglichen. Ja, und das nächste Phänomen von der, ja, heute nennt man solche Bands ja Boygroups. Ich sag mal jetzt auch, was bei der Boygroup damals phänomenal war. Die Jungs trugen immer solche Hemden, wie man hier sehen kann, so, ja, weiß ich nicht, klein kariert oder geblümt und solche Jacken. Und der Hype damals unter den Jugendlichen war, alle wollten so ein Hemd. Und dann brach so ein Hype aus und jeder wollte halt so ein Hemd haben. Und natürlich von dem man am meisten mochte, wie das heute in den Boygroups ja auch ist. Jeder hat ja da so einen Favoriten immer gehabt bei den Jugendlichen. Ja, und damals war das dann genauso. Jeder musste das Hemd haben von seinem persönlichen Favoriten. Und irgendwann gab es dann in Amerika so einen Mangel an solchen
buntfarbigen oder was auch immer farbigen Hemden. Ja, das so als kleine Anekdote. Ja, das war da das letzte Album aus dem Laden. So, weiter geht es mit dem nächsten Laden. Ach nee, Entschuldigung, das war noch gar nicht die letzte Platte. Eine habe ich hier noch, genau, eine war hier noch. Und zwar sind das The Flying Burritos Brothers. Und zwar ist das eine amerikanische Country-Rock-Band von 1968 in Los Angeles gegründet. Und bekannt ist eigentlich die Band durch Graham Parsons, der dort, ja, der die Band mitgegründet hat mit Chris Hill. Und das ist hier das Debütalbum von 1969. Und bekannt ist ja Graham Parsons auch, der war ja auch Mitbegründer von den Byrds. Ja, die Musikmischung ist hier so Country und Folk Rock. Die verschmelzen so miteinander. Und hier hat man auch so Gospel mit drin. Also das ist ein sehr, sehr grooviges Album, möchte ich mal so sagen, vom Sound her. Und natürlich haben wir hier auch Soul-Einflüsse und Psychedelic-Einflüsse. Also ist schon sehr interessant, wie gesagt. Und wer so die Musik von den Byrds mag, der wird dieses Album auf jeden Fall auch mögen. Ja, das war jetzt aber tatsächlich das letzte Album von dem Laden. Jetzt kommen wir weiter, und zwar der nächste Laden, wo wir waren, das ist, oder der Laden heißt Moses Records. Und Moses Records wird bezeichnet, wenn man dann so im Internet recherchiert über die Plattenläden in Wien, als der größte Laden. Ja, der Laden ist relativ groß von der Verkaufsfläche, aber das bezieht sich wahrscheinlich so ein bisschen auf die Menge der Platten. Das Angebot ist ziemlich reichhaltig und der Laden ist auch in zwei Räume aufgeteilt. Im vorderen Bereich hat man dann so die ganze Neuware und sortierte Ware, sage ich mal jetzt nach Bands oder Interpreten. Und in dem hinteren Bereich hat man dann die Klassikabteilung und die etwas günstigeren Platten und ja, so Rock, Blues, Jazz, das ist dann in den hinteren Teil verlagert. Ja, das Angebot an Schallplatten ist relativ groß. Ich habe da auch so einen Mischmasch gefunden aus gebrauchten und auch, ich würde mal fast sagen, Neuware. So wie das erste Album, was ich dort genommen habe, das ist Nick Cave and the Bad Seeds, Entschuldigung, und das heißt The Boatman's Call. Ja, Nick Cave ist ja nun relativ bekannt, der hat ja eine Menge Alben auf den Markt schon gebracht. Das ist hier das 10. Album von 1997 und die Musik richtet sich, das ist so Alternative Rock zwischen und Post-Punk, also würde ich mal so sagen. So hört sich die Musik jedenfalls an. Ist so ein bisschen düster, so wenn man so das Cover sich anguckt, kann man auch sagen, so ist die Musik. Dann kann man schon mal ungefähr sagen, oh nee, das ist gar nichts für mich. Also ich mal finde, dieses Album ist das Beste, was er gemacht hat. Oder auch die Lieder, die da drauf sind, sind die besten, finde ich. Das ist jetzt meine persönliche Meinung. Und wie ich schon sagte, die Musik ist etwas düster, so wie das Album, und sehr minimalistisch. Wie das so bei Nick Cave üblich ist. Also ganz klasse, finde ich, das Album. Also wirklich tolle Musik. Und da ist eigentlich das, ich glaube, das bekannteste Stück ist Into My Arms. Und das ist, ja, das kennt, glaube ich, auch wenn man denn so an Nick Cave denkt. Das ist auch hitparadenverdächtig, glaube ich, gewesen. Wüsste ich jetzt nicht, aber ich habe es schon mal öfter im Radio gehört. Also jedenfalls super, super Album, kann ich nur empfehlen. Für jeden, der so eine Musik mag. Ja, das nächste Album, was ich dort genommen habe. Ach so, ich zeige jetzt nicht die Hüllen oder die Platten selber, weil dann wird das Video zu lang. Ich sage auch nichts unbedingt dazu, ob das gefütterte Innenhüllen sind oder nicht. Das ist jetzt im Moment auch nicht, finde ich, mehr so wichtig. Ich wasche die Platten sowieso alle und die kriegen sowieso alle bei mir gefütterte Innenhüllen. Davon mal ganz abgesehen, also will ich das jetzt nicht jedes Mal noch wieder betonen. So, das zweite Album, was ich dort gekauft habe, ist das Debütalbum von den Doors von 1967.
dieses Album wollte ich auch immer in einer besseren Erhaltung, im besseren Erhaltungszustand haben, weil da sehe ich auch immer das gleiche Problem in den Plattenläden. Es wird teuer angeboten, überall gebraucht und ist immer meistens in einer schlechten Kondition, sprich Cover oder Platte. Also habe ich da das Album neu gesehen und das war eigentlich ein relativ guter Preis. Deshalb habe ich das genommen. Also dieses Album ist ja nun sehr einflussreich in der Rockgeschichte. Wer die Doors kennt, weiß, was ich meine. Und dieses Album ist für mich das beste Album der Doors. Und auch mein persönliches Lieblingsalbum. Die Musikmischung, die da drauf ist, ist sehr weit gefächert. Das fängt an mit Bluesrock, Hardrock. Die Lieder sind teilweise Rock'n'Roll angehaucht, aber auch halt psychedelischer Rock. Hier ist drauf Break On Through, To The Other Side, ist eigentlich sehr bekannt. Ist ja so ein Radio-Lied, möchte ich jetzt mal fragen. Light My Fire, kennt ja fast jeder. Und natürlich dann The End, 11 Minuten 35 lang. Für mich das beste Lied auf dieser Platte und auch mein persönliches Lieblingslied von den Doors. Ja, das zu den Doors. Weiter kann ich da oder brauche ich da ja wohl nichts zu sagen. Wer die Doors mag, weiß, was ich meine. Das war das zweite Album. Das dritte Album ist ein bisschen andere Musik und ist auch schon nicht ganz so alt. Und zwar ist das sechste Album von Procol Harum. Grand Hotel heißt das. Und zwar ist das von 1973. Procol Harum ist ja bekannt, das ist so Prog-Rock. Hier haben wir jetzt Robin Trower, der sonst immer bei Procol Harum gespielt hat. Der hat die Band verlassen. Und hier ist jetzt als Gastmusikerin Christiane Legrand oder Christine, keine Ahnung. Ist wahrscheinlich, ich glaube, ist eine Französin. Und dann ist hier eigentlich noch zu sagen, hier ist, finde ich, so der Sound nicht mehr so wie in den Anfangszeiten. Das ist hier schon ein bisschen proggiger, rockiger. Also, und was kann man hierzu noch sagen? Ja, nachdem Robin Trower die Band verlassen hat, man hatte so durch die Blume dann gesagt, ja, der neue Gitarrist ist halt nicht so gut wie Robin Trower, aber wie gesagt, das ist Ansichtssache, aber die Band hat ja weiter Musik gemacht und ich finde, das ist ein gutes Album, ist gelungen, also gutes, durchschnittlich, ja, das Album selber kann man gut reinhören und wie gesagt, das ist auch eine Geschmackssache, denn im Endeffekt, manche mögen lieber die alten Sachen von der Anfangszeit, diesen düsteren, monotonen Sound. Ich mag dieses Album eigentlich auch, ist ganz nett, deshalb habe ich das mitgenommen. Der Preis war auch ganz okay. So, das nächste Album, was ich habe, das ist von den Rolling Stones. Axel on Main Street heißt das. Das ist ja nun ein ganz bekanntes Album. Das ist das 10. Studioalbum der Band. Das ist von 1972. Hier haben wir so eine Mischung aus Rock'n'Roll, Blues, Rhythm and Blues und Soul. Der Unterschied oder das erste Mal seit die Stones ein Album rausgebracht haben, ist, hier war keine vorauseilende Hitsingle. Also dieses Album ist eigentlich, wenn man das so will, da ist kein Lied drauf, wo man sofort das Album in Verbindung bringt. Hier sind eigentlich Lieder drauf, die so, möchte ich mal sagen, das gesamte Album gibt das Konzept her. Und wenn man das dann hört, dann fangen einen an, die entweder gefallen einem dann die Lieder oder man sagt, ja, das ist nicht unbedingt so meins. Oder man hört sich in die Platte rein und sagt, ja, das ist was. Und da ich das so, ich finde an diesem Album gut, gerade weil hier keine von diesen immer Hitsingeln drauf sind, die immer so ein Album, ja, wie soll man sagen, so, dann wird immer gleich
Man spricht den Namen vom Album aus, ja, da ist ja das und das Lied drauf. Das haben wir hier nicht. Hier ist so das Gesamtkonzept von dem Album, was da diese Kraft und diesen Groove gibt, finde ich so. Und das macht das Album halt ein bisschen besonders. Ja, und was denn noch dazu kommt, zu diesem Album, zu der Geschichte so ein bisschen. Die Rolling Stones sind ja dann aus England geflüchtet, aus steuerlichen Gründen, weil man denen ja ans Leder wollte, und haben sich dann da in Südfrankreich eine Villa gemietet. Irgendwie eine verlassene, die nicht gerade mehr auf dem neuesten Stand war, und haben dann in so einem Keller, da im Keller irgendwelche, wo ohne richtig Strom, Wasser und hast du nicht gesehen, und haben dann hier dieses Album aufgenommen. So was ich so gelesen habe, sonst wo desolate Zustände gewesen sein, auch so, ja, wie so die Band sich benommen hat und naja, das Übliche halt, was man so weiß. Aber halt ist ein ganz, ganz tolles Album. Ich finde das ganz, ganz gut. Und ich war schon lange auf der Suche nach diesem Album. Und da haben wir wieder das gleiche Problem, was wir oft haben. Solche Alben sind denn überall recht teuer. Und dort gab es das dann halt zu, ja, fand ich, für ein Doppelalbum zu einem relativ guten Preis. Ist auch in einer guten, also einem guten Zustand. Sowohl Cover als auch die Platten. Deshalb habe ich dann gedacht, jetzt nimmst du das mit. Ja, und dann die nächsten Platten, oder die zeige ich mal zusammen. Das war so ein Schnapper, will ich nicht sagen. Aber die Platten waren da so zusammen. Und da ich den Interpreten kenne und selten davon Platten gesehen habe, die waren dann auch zum guten Preis. Da habe ich die gleich mitgenommen, alle drei. Und zwar geht es hier um Josh White. Das ist ein Blues-Gitarrist oder ein Blues-Sänger auch aus der früheren Zeit. Der hat auch so Spiritual-Nummern aufgenommen und Folk-Nummern. Also das ist schon, zeige ich mal die Alben so, wie die so aussehen. Gibt es verschiedene und die waren recht günstig und deshalb habe ich die mitgenommen. Wie gesagt, die Musik orientiert sich so am Blues und er macht auch Musik mit seinem Sohn teilweise und hat auch Gäste immer auf den Alben, so zum Beispiel wie hier. The Ronnie Sisters heißen die, das ist so eine Mädelsgruppe aus der damaligen Zeit, die haben dann mit ihm zusammengespielt. Also ja, das ist so für Leute, die halt Blues mögen, so älteren Blues. Man kann ja auch sehen hier, das ist ein ziemlich altes Cover. Es soll, so wie ich das hier auf der Rückseite sehe, soll eine japanische Pressung sein, aber das kann man halt nirgendwo sehen. Keine Ahnung, aber es ist ziemlich alt. Ist von 1957 schon mal, eins der anderen Alben. Ist von 73, also ist doch so ein Mischmasch aus mehreren Jahrzehnten. Ja, guter Preis, also musste das mit. So, das letzte Album aus dem Geschäft, das wollte ich auch schon immer haben oder ist schon länger auf meiner Liste. Einfach nur so interessenhalber und sammlungsgedingst. Und zwar ist das Arlo Guthrie's Alice's Restaurant. Ist, glaube ich, auch ein bekanntes Album. Arlo Guthrie ist ja auch bekannt, ist ja ein Folksänger. Das ist hier sein erstes Studioalbum von 1967. Das Cover sieht so ein bisschen, ja, so 60er Jahre halt mäßig aus. Und die Musik auf dem Album, das ist ja der, auf Seite 1 ist ja nur ein Song und der heißt Alice's Restaurant Massacre. Also es gibt ja einen Film, einen gleichnamigen Film, der auf das Lied basiert. Und Regie hat da Arthur Penn geführt und die Premiere war 1969. Der Film kam eigentlich aber in Deutschland erst 1970 in die Kinos. Und ja, wenn man so über den Film sich, also den Film mal so darüber liest, das ist so eine Tragikomödie über Hippies, die eine Kirche kaufen,
eine alte und da ein Restaurant eröffnen. So, und dann geht es halt um diese Leute, die da in dem Restaurant, Entschuldigung, die da auch das Restaurant führen, die Beziehungen, die privaten und alles, was da so ans Tageslicht kommt. Also, ja, wie gesagt, das ist so ein bisschen komisch, der Film. Ich habe den jetzt eigentlich noch nicht gesehen. Müsste ich mal gucken, wo der läuft, dass man da mal so reingucken kann. Auf jeden Fall der Song auf Seite 1, dieser 18-minütige Song, das ist so ein bisschen, Alu Guthrie erzählt ja dann diese Geschichte, worum es in dem Film geht. Und das ist so eine Art Sprechgesang und er begleitet das auf der Gitarre. Also das ist schon, und da ist auch so im Hintergrund dieses Lachen. Das hört sich so an, als wäre es live. Aber wie gesagt, muss man mal selber reinhören, um sich da ein Bild von zu machen. Naja, auf jeden Fall das zu Alu Guthrie. So, das war das letzte Album von Moses Records. Dann war ich noch bei Sing Sing Records und da gab es mal wieder eine Tasche. Das haben wir ja lange nicht gehabt. Ja, da gab es so wieder so eine schöne Tasche in diesem Laden. Und ja, zu dem Laden erstmal. Ich glaube, da glaube ich auch was aufgeschrieben. Ja, das ist der letzte Laden gewesen auf unserer eigentlich nicht Liste, weil den hatten wir ja gar nicht auf unserer Liste. Das ist das Phänomen da in Wien. Ich hatte da ein bisschen gegoogelt vorher, was es für Läden gibt, wo die sind. Und da kam dann so eine Top 5, Top 10, sind unterschiedlich. Und das Komische ist, die Läden, die nicht so gut waren, waren in dieser Liste. Und die Geheimtipps haben wir dann irgendwie hinterher erst selber gefunden, die guten Läden. Und vielleicht liegt das an denen, weiß ich nicht, was für Platten man sucht oder wo die Interessen liegen, das ist vielleicht unterschiedlich. Deshalb, jedenfalls war dieser Sing Sing, war für mich der beste Laden in Wien. Also das ist mein absoluter Geheimtipp. Wer nach Wien fährt, sollte unbedingt diesen Laden besuchen. Das ist wirklich ein klasse Plattenladen. Der hat ein Riesenangebot an Schallplatten, guten Preis. Und man wird da auch gut beraten. Der Verkäufer oder Besitzer, weiß ich jetzt gar nicht, ob er der Besitzer war oder nur dort gearbeitet hat. Der hat wirklich Ahnung, der weiß sofort, wenn man irgendeinen Namen sagt, ob die das haben oder nicht. Und das finde ich immer gut, wenn die sich auch mit Sachen auskennen, die nicht so Mainstream sind oder so bekannt sind. Naja, gut. Wollen wir anfangen, was wir da an Platten gefunden haben. Also das erste Album, was ich da gefunden habe, ist hier von Gram Parson. Grievous Angel heißt das Album. Ist in einem Zusammenspiel mit Emmylou Harris. Und ja, Gram Parson, hatte ich ja vorhin schon mal was zugesagt, ist ja so ein bisschen der Erfinder vom Country Rock. Der hat so ein bisschen diese Brücke gebaut vom Country zum Rock, wird so gesagt. Und leider ist der Gram Parson schon 1973 verstorben. Und ja, was soll man über ihn sagen? Er war ja bei den Byrds von 67 bis 68. Hatte natürlich das Problem mit Alkohol und Drogen, was meistens bei diesen sehr kreativen Köpfen zu damaligen Zeit ja das große Übel war und musste dann auch die Band verlassen, war dann von 68 bis 70 bei den Flying Burritos auch, hat da mitgewirkt, hat die mitgegründet und dieses hier ist sein zweites Soloalbum von 1974 und wie gesagt, der junge Mann ist auch mit 27 verstorben an ja, Drogen und Alkohol 1973. Ja, ganz, ganz klasse Album. Großartiger Künstler und Interpret, aber wie auch die anderen Großartigen, die damals mit 27 verstorben sind, gehört er auch dazu. Wird aber komischerweise in dieser Riege der 27-Jährigen, so wie Amy Winehouse, Janis Joplin, Jim Morrison von den Doors und Jimi Hendrix leider nicht erwähnt. Na gut. So, dass der nächste Künstler, den ich habe, ist Boss Skaggs.
Slow Dancer. Und erstmal möchte ich was zu dem Cover sagen. Wenn ich ein Ranking machen würde oder ein Best-of dann der schlechtesten Plattencover, dann wäre das garantiert unter auf Platz 5. Oder unter den ersten 5, weil das, ich finde dieses Cover sowas von blöd. Warum, weiß ich nicht. Warum der Herr da oder der Boss Gags da in Badehose am Strand lang läuft. Auf der Rückseite ist dann so ein Cover, wo er in der Sonne liegt. Also ich finde das komisch. Vielleicht, weil die Aufnahmen wurde von Annie Leibovitz gemacht. Die ist ja nun relativ bekannt. Ist ja eine Fotografin, die zu dem Zeitpunkt oder in der Jahreszeit viele Künstler und, keine Ahnung, bekannte Leute fotografiert hat. Gibt ja auch ein Bildband, mehrere Bildbände, die sie rausgebracht hat. Vielleicht liegt das daran, um so das Album ein bisschen mehr zu peppen. Es gibt auch eine Coverversion von 1977. Das ist hier jedenfalls das Album, das Originalalbum von 74. Das ist das sechste Album. Und wie gesagt, auf der Coverversion von 77 soll, glaube ich, auch Boss Skak sein, mit einer Frau drauf und die, ja, die sieht so aus, als ob die tanzen. Jedenfalls liegt sein Kopf, wenn ich mich recht erinnere, so an ihrer Brust gelehnt. Jedenfalls sieht das, es ist ein komplett anderes Cover als dieses und also ich finde das Cover fürchterlich. Im Gegensatz zu der Musik, die ist natürlich gut, das ist hier eine Mischung aus Rock, Pop und Blues. Leicht jazzig angehaucht, das Ganze dann noch dazu. Ist wirklich eine gute Mischung an Musik. Der Boss Gags ist ja bekannt, der war ja bei der Steve Miller Band, hat bei den ersten beiden Alben mitgewirkt, die ich auch schon vorgestellt habe in meinem San Francisco Video. Und hier halt der als Solokünstler dann unterwegs und wirklich ein großartiges Album. Ja, das dazu. So, das nächste Album, was ich dort gefunden habe, ist eins meiner, ja, Holy Grails, wenn es darum geht, in Plattenläden eine Platte zu finden. Weil, wie ich ja schon erwähnt habe, ist es für mich nicht entscheidend, die Platte, die ich suche, bei Discogs zu bestellen oder bei eBay oder sonst irgendwo, sondern ich möchte sie durch das Suchen im Laden finden. Und es ist immer wieder ein Highlight für mich, wenn ich dann eine Platte finde, die ich schon seit zig Jahren suche und nicht finde. Und dann auf einmal taucht diese Platte irgendwo im Laden auf. Und zwar, das ist diese Platte hier. Und zwar heißt die Band The Move und das Album heißt Move. Ganz großartiges Album von einer britischen Rockband. Das ist hier das Debütalbum von 1968. Und hier drauf haben wir so eine hervorragende Mischung aus Psychedelic, Rock und Rock, ja, normalen Rock. Und ja, das ist wirklich ein tolles, tolles Album. Und es gibt hier sogar aus diesem Album Auskopplungen als Single. Und ja, das erste Lied davon ist so eine Hippie, ja, so ein Hippie-Lied, würde ich mal sagen, oder wird als das bezeichnet. Und das heißt Flowers in the Rain. Warum das so ist, weiß ich nicht genau. Jedenfalls ist das ein großartiges Album. Und ja, dann gibt es noch die zweite Single, das ist Fire Brigade, heißt das Lied. Und ja, die Musik in den Stücken, die ist so ein bisschen wie im Stile von Tomorrow und die Pretty Things. So, also kann man ungefähr schon ahnen, was das für eine Art Musik ist. Was mir dann noch sehr gut an dem Album gefällt, ist hier so ein bisschen das Artwork vom Cover. Das ist recht schön gemacht. Sticht auch gleich ins Auge. Das ist so ein bisschen, ja, einzigartig würde ich jetzt unbedingt nicht, ist vielleicht nicht das passende Wort, aber ich finde es ganz, ganz, sieht ganz toll aus. Also wirklich ein hervorragendes Album. Das Einzige, was mir nicht so gut gefällt in dem Laden, ist die blöden Preisaufkleber, dass die nun genau immer auf den Platten sind. Und hier haben wir wieder das Problem, dass manchmal lassen sich die Preisaufkleber ja ganz einfach von den Platten lösen. Hier wird wieder irgend so ein
Kleberpreisschild benutzt mit irgendwelchen so widerspenstigen Kleber. Jetzt habe ich mich noch nicht rangetraut, die abzulösen. Sonst mache ich das eigentlich immer mit dem Föhn. Hier funktionierte das noch nicht. Also muss ich mal sehen, was für Möglichkeiten es noch gibt, um diese verfluchten Preisschilder abzukriegen. Gut, das zu diesem Album. The Move. Ja, das nächste Album, was ich dort noch gefunden habe, da war ich auch ganz glücklich drüber. Und zwar ist es ein Album von den Seeds. Und zwar Falling Off The Edge. Und die Band wurde 1965 in Los Angeles gegründet. Und die zählen eigentlich so zu den, ja, Erfindern will ich nicht immer so unbedingt sagen. Aber die haben viel beigetragen zum Psychedelic und Garagenrock. Und das hier ist ein Compilation-Album von 1977 und das enthält nicht nur Compilation-Hits, also irgendwelche Best-ofs, da sind auch ein paar Raritäten drauf aus deren Backkatalog, also aus irgendwelchen Aufnahmen, unveröffentlichte Takes und unveröffentlichte Tracks. So, also das ist so ein bisschen, würde ich jetzt mal sagen, so als Compilation ist das so ein bisschen einzigartig, weil es halt nicht so ist, wie es meistens ist, wie ich schon sagte, so Best of, Greatest Hits oder solche Sachen, sondern wie gesagt, das ist so eine Mischung aus mehreren Sachen. Ja, und die Musik da drauf ist halt Psychedelic Rock. Dafür sind die Seeds ja auch bekannt, so, also ganz, ganz tolles Album. Einfach mal reinhören als Tipp. So. Ja, und das letzte Album, was ich dort gefunden habe, ist, ja, so ein Sammler, habe ich mitgenommen, so aus Sammlungsgründen und auch wegen einem Lied, was auf dem Album ist. Das habe ich mal irgendwo gelesen und dann habe ich das da gesehen und das war gar nicht mal so teuer. Und da, zwar ist das von Carly Simon, No Secrets. Das ist das dritte Studioalbum von 1972 und das bekannteste Lied auf diesem Album, beziehungsweise ihr bekanntestes Lied, ist ja You're So Vain. Das ist ja auch so ein Radio-Hit, sage ich jetzt mal, sehr bekannt. Und in dem Lied geht es ja darum, die Dame ist ja bekannt dafür, dass sie zu der Zeit ja, viele Männerbekanntschaften hatte und auch viele Affären mit Bekannten aus Film und Musik hatte, zum Beispiel wie Mick Jagger und Al Pacino. Und in dem Lied geht es ja darum, sie wurde wohl mal abserviert von einem von diesen Herren. Und dann schreibt sie also dieses Lied nach dem Motto, ja, so ein bisschen geht es jetzt, sie sagt keine Namen konkret, aber es geht halt um Männer, wie Männer halt so sind. Und ja, also das zu diesem Album, aber so ist es ja ganz schön. Ist so ein, ja, ein poppiges Album und ja, das zu diesem Album. Ja, das war die letzte Platte aus dem Geschäft und ja, dann wollte ich noch mal sagen, wir waren noch beim weiteren Schallplattenladen, den haben wir dann nur durch Zufall entdeckt und der heißt Audio Center und er ist in der Gegend, also ich sag mal so kurz hier, das ist der Judenplatz 9 nennt sich die Adresse, da ist auch ein großer Platz und in der Gegend von Wien, ich sag mal so, das ist das Einkaufszentrum und laut, wir hatten so eine kleine Stadtführung da und dort erzählte man halt, dass das das teuerste Pflaster einkaufsmäßig von ganz Europa ist. Da sind all diese teuren Geschäfte, diese Handtaschen und Armani und keine Ahnung, Louis Vuitton, genau, meine Frau sagt es, ich vergesse immer, wie das heißt. Jeder kennt ja diese bunten Taschen und jedenfalls alle diese Namen tauchen da auf in diesen super Geschäften, also für uns eigentlich in dem Sinne uninteressant, aber man wird halt dahin geführt. Und dort haben wir dann durch Zufall oder ich denn diesen Laden entdeckt, der sich Audio Center nennt und der ist dann an diesem Judenplatz sozusagen und der ist in so einer Ecke ganz versteckt und man geht eine Treppe runter und
Ich glaube, es gibt sogar in dem eins von den Videos hatte meine Frau da kurz aufgenommen, wo es die Treppe runtergeht. Das ist dieser besagte Laden und ist ein ganz, ganz, ganz toller Laden. Also die Auswahl an Jazz und auch ausgefallene Platten, hervorragendes Angebot, aber halt dem preisligen Segment, in dem man sich dort also der örtlichen Gegebenheit halt gegeben ist, angepasst, und da waren mir die Preise doch ein bisschen zu hoch für das, was die Platten dort halt in den Zuständen waren oder auch überhaupt. Es gab viel diese Mofidelli, die Platten, und für 80 und noch mehr Euros, und das ist mir dann halt doch zu teuer. Ich finde, normal bespielte Platten gibt es auch mit hervorragendem Klang. Das müssen nicht immer diese hochauflösenden, was weiß ich, Platten sein von diesen ganzen UHQEA und wie die alle heißen, weil für mich ist das irgendwo nur Geldschneiderei. Allein wegen dem ganzen Drumherum, der Verpackung, und naja, wie gesagt, ich verfall schon manchmal immer in diesen, ja, Kaufzwang mit diesen Boxsets, die auch teilweise zu teuer angeboten werden, aber ist halt meine persönliche Meinung. Aber das muss ja jeder für sich entscheiden, wer diese hochwertigen und audiophilen Platten halt mag, der kauft die. Ich tue das nicht unbedingt, außer das ergibt sich irgendwie durch ein sehr gutes Angebot. Naja, jedenfalls in dem Laden habe ich da nichts gekauft, aber ich wollte das erwähnen, dass wir auch dort waren. Ja, so allgemein möchte ich zu den Plattenläden sagen, jetzt in Wien. Entschuldigung, die Preise sind auch wie in Deutschland, das heißt, das Angebot ist vielfältig. Es gibt halt auch diese Plattenläden, die besondere Genre nur anbieten, Hip-Hop und Alternative oder wie auch immer, denn Rock, Pop, das Übliche, was es so zu kaufen gibt. Und preislich ist man dort natürlich auch diesem Discogs verfallen, sage ich mal so. Ich bin ja nicht so ein großer Discogs-Freund, weil durch Discogs hat zwar Vorteile, man kann dort seine Sammlung archivieren, hat Vorteile, wenn man dann irgendwo ist. Ich mache es altmodisch mit so einem kleinen Heftchen, schreibe da ein, welche Platten ich noch suche oder welche ich aus der Sammlung, denn wo ich genau weiß, aha, die habe ich, oder wo ich mich dann immer nicht sicher bin. Naja, manche machen das bei Discogs, aber wie gesagt, dort wird halt auch der Preis extrem in die Höhe getrieben durch diese vielen Fantasieangebote oder Auspreisungen, die da so stattfinden. Und das sieht man, das spiegelt sich dann in den Schallplattenläden immer wieder. Man sieht es ja, wenn man dann guckt, da irgendwo Platten zwischen die Preise haben, wo man sich fragt, hallo. Und dann ist immer das, was mir auffällt, die Schwerpunkte in den Geschäften ist unterschiedlich. In manchen Geschäften kriegt man eine Platte für ein Zehntel des Preises wie jetzt im anderen Geschäft. Also wie gesagt, entweder gucken die Händler dann doch nicht immer explizit bei Discogs oder wissen eigentlich nicht, was sie denn ins Regal stellen. Also das kann ich, ist dann manchmal doch für mich überraschend, was sich denn so rausspiegelt aus den Geschäften. Also ja, das ist halt dem Ladenbesitzer oder Verkäufer, wer das da alles macht, gerade wahrscheinlich selbst überlassen. Ja, das war unser Video für unser Wien Special. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und ihr wisst ja, liken. Und wenn ihr Fragen habt oder irgendwas, ihr wisst ja, unten in den Kommentaren kann man denn Fragen stellen oder auch Verbesserungsvorschläge oder. Und was ganz schön ist, wäre, ich habe jetzt gesehen, viele gucken das Video, die es nicht abonniert haben. Wäre schön, wenn man den Kanal abonniert, weil es kostet ja nichts und man kriegt dann immer einen Bescheid, wenn ein neues Video da ist. Ja, das dazu, und dann wünsche ich noch einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal.